habe. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Ja, Turmherz aktivieren. Und wir gehen ins Hügelland. Die Küche hatten wir, glaube ich, abgeschlossen, ne? Endlich mal wieder, ich habe schon, boah Gott, das ist ja jetzt, wir haben jetzt Juni, ich habe das ja irgendwann, ich weiß gar nicht wann aufgenommen. Oh. Tja. Wie war das nochmal? SRG Umschalt war's. Nee, hä? Was musste ich nochmal drücken? Okay, nochmal die Steuerung nachschauen. Spiel, Steuerung. Oh, toll, toll. Ja, Maus und Tastatur. Ist ja perfekt, dass mir da nochmal gesagt wird, was genau was war. Das ist, Moment mal, wieso haben wir nicht die Feuerdinger? Ah, Rechtsklick war es. Okay. Was mussten wir hier nochmal tun? Oh. Voll niedlich. Habt ihr die Seele vergessen? Ich habe aber das dumme Gefühl, dass wir hier gar nicht hin sollten. Wir sollten wieder in die Küche zurück. Ihr dürft alle wieder zurück und wir gehen zurück zum Turm. Yeah, checker, checker. Automatisch gespeichert. Ja, ja, euch zum Gruße. Wilfrieds Küche. Findet die Quelle des Bösen. Also mussten wir doch noch viel mehr machen, oder was? Sind hier die ganzen Köche? Mal nachschauen. Weil hier alles so leer ist. 127. Wie konnte man noch mal? Kann man nicht irgendwie rennen oder so? Was ist hier? Aha, das ist das Normale. Ach, und das sind hier die Feuernester, richtig. Moment mal. Nee, hier ist ein Feuernest. So. Wie war das jetzt noch gleich? So, Nummer 1. Damit könnt ihr weitere Rote um euch haben. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Nein. Ja. Erstmal die, damit die nicht sterben. Euch Rote nehmen wir jetzt mit. Jawohl. So, jetzt nehmen wir erstmal genug mit, um 15 von euch mitzunehmen, damit ich genug Kampfkraft habe.
So, und jetzt kommt mit. Das ist das rote Schergennest, ja. Meister. Das rote Schergennest. Um es zum Wiegpunkttor tragen zu lassen. Ach, ich erinnere mich. Erstmal die ganzen Gegner töten. Jawohl. Jawohl. So muss das. Komm schon. Ja, so. Die perfekte Gelegenheit, eure Roten an diesen Halblingen zu testen. Ruf die Roten vom Nest zurück und lass das Resten und Sterben beginnen. Oh oh. Und drückt einmal um alle Schergen. Oh. Hallo? So, jetzt kommt. Wir brauchen das Fetz. Wir gehen voraus, ich ahne nämlich. So. Von hier könnt ihr sie nicht erreichen. Ihr müsst die Roten so konzentrieren, dass sie sich schön grillen können. Braune, braune. Wo sind... Ah. Moment, was müssen wir... Heißt das, wir müssen jetzt da einmal außen rum oder was? Wählt eure Roten aus und bewegt sie zu der günstigen. Ach so, wie wär's? So, der ist down. Könnt ihr die Braunen zu diesem Feuerrad schicken? Ach Gott. Yeah.
Moment mal, günstige Position ist doch hier im Feuer, oder? Shit, schon wieder einer. Flammen und ein Gemetzel gesehen. Gut gemacht. Na gut. Ja, und jetzt? Habe ich nur noch die wenigen. Na doll. Oh ja. Immer mehr rote Lebensenergie. Ja, wobei. Einen noch wieder zurück. Und einen hierher. Noch ein Feuerkäfer. Zwei. Immer schön Seelen aufsammeln. Und jetzt hoffen wir, hier ist ja alles gesammelt worden. Dann schauen wir doch mal. Ah, sehr gut. Ja, das rote Schergennest. Das heißt, wir haben jetzt endlich. Und jetzt, was müssen wir jetzt machen? So, was findet die Quelle des Bösen, die im Hügelland aufgetaucht ist? Sucht den Eingang in den Elfenwald, findet den ersten Schmelzofen. Findet mehr über mysteriöse Frau, untersucht die Zerstörung von Schloss Rauchen, beschafft eine Mätresse für euren Turm. So, immerhin. Erstmal zurück zum Turm. Euch zum Gruße! Ja. Wie cool. Was, willst du aufmucken? Der sagt mir nichts mehr, ja? Hör auf, mich zu nerven. Leertaste, um den Turm zu aktivieren. Gehen wir in... Nee. Na gut, Wilfrieds Küche teleportieren. Bitte, was? Greifen mich hier gerade Ratten an? Jetzt muss ich den ganzen Scheißweg doch zurückgehen. Wow, was ist das?